Die Ninotaku Anime News werden euch präsentiert von Kila und das letzte Geleit. Jede Menge los im Anime-Bereich und entsprechend viele Themen in den News, wie etwa Neuigkeiten zu Berserk, einem Teaser zum AOT Final Final Final, bittere News für hiesige Dragon Ball Fans und vielen weiteren Themen. Schlechte Nachrichten für alle deutschen Dragon Ball Fans. Der Streaming-Anbieter Crunchyroll kündigte letzte Woche an, dass man sich den neuen Serienableger Daima zwar gesichert hat, jedoch nicht für Europa. Dies kann verschiedene Gründe haben. Im Zweifel wurden bestimmte Verträge mit Toei Animation noch nicht final verhandelt, ein anderer Streaming-Dienst hat sich die Exklusivrechte geschnappt oder Toei wartet, ähnlich wie damals bei Dragon Ball Super, auf TV-Lizenzen. Bis zur japanischen Erstausstrahlung Anfang Oktober ist noch ein wenig Zeit. Vielleicht tut sich ja noch was. Shangri-La Frontier geht im Oktober in die zweite Runde. Zur Fortsetzung wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, aus dem ihr hier einige Ausschnitte seht. Die zweite Staffel läuft ab dem 13. Oktober bei Crunchyroll im Simulcast an. Wie gewohnt in der OMU-Variante. Die 25-teilige Vorgängerseason steht ebenfalls bei Crunchyroll zum Abruf bereit. Wahlweise auch mit deutscher Synchro. Shangri-La Frontier, Second Season. Das Demon Lord Retry-Sequel R wurde nun mit einem neuen Trailer und einem finalen Startdatum versehen. Demnach debütiert die Fortsetzung der Fantasy-Serie Ende September im japanischen Stream und am 5. Oktober im dortigen TV-Programm. Der Anbieter Crunchyroll zeigt die Serie im deutschen Simulcast, während die 12-teilige erste Staffel bei Prime Video verfügbar ist. Die zweite Staffel der Anime-Serie As a Reincarnated Aristocrat, I'll Use My Appraisal Skill to Rise in the World wird ab dem 29.09. auf die japanische TV-Landschaft losgelassen. Das hier ist der neue Trailer, in dem wir auch das Opening Still Awake hören. Staffel 1 des Animes seht ihr in Deutschland bei Crunchyroll, wo sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Fortsetzung einfinden wird. Yakuza Fiancé, so der Name einer bevorstehenden Romance-Anime-Serie, zu der nun ein neuer Trailer sowie das Startdatum enthüllt wurde. Demnach feiert die Produktion vom Studio Deen ihre Premiere am 7. Oktober im japanischen Fernsehen. Und auch deutsche Fans dürfen sich freuen, denn Crunchyroll sicherte sich die Streaming-Lizenz und zeigt den Titel im Simulcast. Mit Negative Positive Angler erwartet uns ein neuer Original-Anime, sprich keine Adaption eines Mangas oder einer Novel. Dies gab der japanische Branchenriese Kadokawa nun bekannt. Anbei zeige ich euch Ausschnitte aus dem ersten Trailer der Dramaserie, die von einem Mädchen handelt, das eines Tages einen Jungen mit großen Problemen aus dem Meer fischt. Los geht's am 3. Oktober in Japan. Ne? Jill wird von ihrem Verlobten zum Tode verurteilt. Doch kurz vor ihrem Ableben wird sie 6 Jahre in der Zeit zurückgeschickt. Zu dem Tag, als ihre Verlobung beschlossen wurde. Und nun soll sich alles ändern. Soweit ein kurzer Auszug aus der Handlung der Serie The Do-Over Damsel Conquers the Dragon Emperor, zu der nun ein neuer Trailer veröffentlicht wurde. Am 9. Oktober startet die Serie im japanischen Fernsehen. Auf dem offiziellen X-Account der Anime-Serie Sere Gensoki Spirit Chronicles verkündete man nun den japanischen TV-Start der zweiten Staffel. Demnach debütiert die Fortsetzung der Serie vom Studio TMS Entertainment am 7. Oktober.
Der Opening-Song, den wir erstmals im neuen Trailer hören, trägt den passenden, wenn auch ungewöhnlichen Titel Auftakt. Der Anbieter Crunchyroll zeigt die Serie im Simulcast und bietet auch die 12-teilige erste Staffel an. Die Rom-Com 365 Days to the Wedding startet am 3. Oktober im japanischen TV und erhielt nun einen neuen Trailer, den ich euch zeige. Darin hören wir erstmals das Opening Kira Kira. Der Anime handelt von Takuya und Rika, die in einem Reisebüro in Tokio arbeiten, nach Sibirien versetzt werden sollen und sich daher eine gewagte List ausdenken. Es hört einfach nicht auf. Nach dem zweiten Teil des dritten Parts der vierten Staffel von Attack on Titan ist noch immer nicht Schluss und die AOT-Kuh wird weiter gemolken. Denn nun erscheint, wie berichtet, ein Compilation-Movie namens The Last Attack. Hier seht ihr den neuen Trailer. Der knapp 2,5-stündige Film fasst die Geschehnisse der Final Chapters zusammen und startet am 8.11. in den japanischen Kinos. Einen Termin für Deutschland gibt es noch nicht. Im Januar 2025 geht die Anime-Serie Flower and Asra an den Start. Dies gaben nun die Verantwortlichen auf Social Media bekannt. Die Serie adaptiert den gleichnamigen Manga und rückt Protagonistin Hana in den Fokus, die für ihr Leben gerne vorliest und prompt in einem Rundfunkclub landet. Ob die Geschichte auch bei uns in Deutschland vorgetragen wird, ist noch unklar. Die zweite Staffel der Anime-Serie Isura läuft im Januar 2025 im japanischen Fernsehen an. Diese Info wurde nun offiziell auf der Plattform X gestreut. Zudem gibt es einen ersten Teaser. Die 12-teilige erste Staffel um einen verstorbenen Dämonenkönig, eine Schar Halbgötter und ein ultimatives Turnier steht in Deutschland beim Anbieter Disney Plus zum Abruf bereit. Ob sich die Fortsetzung hinzugesellen wird, wurde noch nicht bestätigt. Es wird romantisch im Büro, also nicht in meinem, sondern in dem von Mitsuya und Masugu. Die beiden sind nämlich schon längst nicht mehr nur Arbeitskollegen, sondern total ineinander verschossen. Geheimhaltung dürfte in der Serie I Have a Crush at Work schwierig werden. Wie man nun bekannt gab, startet der Romance-Vertreter vom Studio Blade im Januar 2025. Ob die Turteltäubchen auch in die deutsche Simulcast-Landschaft flattern, ist noch unklar. Die Anime-Serie Shoshimin How to Become Ordinary wird in Form einer zweiten Staffel fortgesetzt. Dies wurde nun offiziell verkündet. Einen ersten Teaser gibt es auch schon. Das Sequel adaptiert den dritten und fünften Band der zugrunde liegenden Romanvorlage und soll im April 2025 debütieren. Die 10-teilige erste Season seht ihr in Deutschland bei Crunchyroll. Eine zweite Staffel erhält die Anime-Serie Bye Bye Earth. Die Fortsetzung wurde nun mitsamt eines ersten Teaser-Videos angekündigt. Bislang ist jedoch nur durchgesickert, dass Season 2 im Laufe des nächsten Jahres an den Start gehen soll. Bisher zählt die Fantasy-Serie in Summe 10 Episoden, die in Deutschland bei Crunchyroll zum Abruf bereitstehen. Bye Bye Earth, 第2 Season 制作決定. Im Laufe des nächsten Jahres erscheint die Anime-Adaption der Visual Novel Summer Pockets. Zur Umsetzung wurde nun ein erster Trailer veröffentlicht, aus dem ich euch hier ein paar Ausschnitte zeige. Der Titel handelt von einem Großstadtjungen, den es eines Tages auf eine idyllische Insel verschlägt.
Hier trifft er vier seltsame Mädchen, die mysteriösen Legenden nachgehen, Piratenschiffe und sich selbst suchen. Netflix enthüllte nun einen ersten Teaser zur bevorstehenden Anime-Serie Leviathan vom CGI-Expertenstudio Orange, das beispielsweise Beastars hervorbrachte. Der Anime basiert auf einer dreiteiligen Romanreihe und nimmt euch im Jahr 1914 mit an Bord des namensgebenden und biotechnischen Luftschiffes Leviathan. Dies soll im Laufe des nächsten Jahres im Netflix-Katalog abheben. Die Four Nights of the Apocalypse kehren für ihre zweite Staffel in den Netflix-Katalog zurück. Dies wurde nun bekannt. Demnach startet die Simulcast-Ausstrahlung des Seven Deadly Sins-Sequels am 6. Oktober bei Netflix. Die 24 Episoden umfassende erste Season steht ebenfalls beim Anbieter zum Abruf bereit. Und zwar mit japanischer und deutscher Tonspur. Der bereits vierte Kinofilm zum Heldenepos My Hero Academia stürmt die deutschen Kinos. Dies gab Crunchyroll jetzt bekannt. Laut der Ankündigung startet My Hero Academia The Movie You're Next am 29. Oktober in den Kinos in Deutschland und Österreich. Wahlweise mit japanischer oder deutscher Synchro. In der deutsch- und italienischsprachigen Schweiz ist der Film hingegen bereits ab 10. Oktober zu sehen. Das Kidding! This is my fight! Der neue Berserk-Anime ist Geschichte. Einige von euch haben die Trailer zum Fanprojekt Berserk The Black Swordsman garantiert gesehen. Nun hat sich der japanische Berserk-Verlag auf der Plattform X zu dem Projekt geäußert und betont, dass der Anime nie von den verantwortlichen Lizenzinhabern wie dem im Jahr 2021 verstorbenen Manga-Artist Kentaro Miura autorisiert wurde. Soll heißen, die Videos wurden ohne Erlaubnis veröffentlicht. Das Projekt war ambitioniert und durchaus vielversprechend, aber eben nicht offiziell abgesegnet. Entsprechend hat nun, diversen Quellen zufolge, der Großteil des Teams das Fanprojektstudio Eclipse verlassen. Das Projekt dürfte also tot sein, was die Herrschaften jedoch nicht davon abhält, auf Patreon weiter Geld dafür zu sammeln. Das waren die Anime-News der Woche in der Zusammenfassung. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar oder einen Daumen nach oben da. Sie waren wie immer ein hervorragendes Publikum. Vielen Dank fürs Zusehen. Die Ninotaku Anime-News wurden euch präsentiert von Kila und das letzte Geleit.